بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wir machen weiter mit den Sonderzeichen, mit der Shadda. Die Shadda sieht aus wie eine gekippte 3. Und wenn die Shadda vorkommt, so müssen wir den Buchstaben verdoppeln. Was bedeutet, dass wir auf den Buchstaben kurz stehen bleiben und dann mit der jeweiligen Haraka, die über oder unter dem Shadda steht, je nachdem Fetha, Dhamma oder Kesra, weiterlesen. Yani, wir bleiben stehen und lesen dann weiter. Hier haben wir 5 Buchstaben, an denen wir das einmal probieren wollen. Wir haben wieder davor jeweils immer ein Alif mit einem Fetha, damit man es leichter versteht. Mit dem H wird es Aha, Aha. Mit dem Ja wird es Ayya, Ayya. Mit dem Sad wird es Assa, Assa. Mit dem Lam wird es Alla, Alla. Mit dem Dal wird es Adda, Adda. Yani, inshallah, habt ihr das verstanden? Wir bleiben kurz drauf stehen und lesen dann weiter. Wir verdeutlichen das nochmal an den folgenden 5 Beispielwörtern. Wir beginnen hier mit Awwala, Awwala. بلغ بلغ نزل نزل وعد وعد سبح سبح. Hier haben wir dann noch mal weitere 5 Beispielwörter, die ein bisschen schwieriger sind. Wir beginnen hier. علي علي ربه ربه بني بني يفسر يفسر يذكر يذكر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.